Roland, morgen wird es insofern spannend. Da wird nämlich die Polizei dann detailliert bekannt geben, was da passiert ist in diesem gruseligen Fall am Marfeldkanal, wo eben diese zerstückelte Leiche gefunden wurde. Man weiß schon, wer die Person war. Man hat jetzt auch einen Verdächtigen festgenommen, einen 38-jährigen Iraner, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und da wird es dann mehrere Details geben, weil immer noch ist ja nicht klar, was die Hintergründe dieses Falls waren. Es ist schon relativ, es ist schon einiges am Tisch und wir wissen auch schon, wissen schon, dass es das Motiv ist. Wissen wir schon, es ist durchgesickert, dass es ums Geld gegangen ist, dass der Ermordete einem Geschäftspartner in eine gemeinsame Firma Geld hineingesteckt hat und diese 50.000 Euro wieder zurück wollte. Und darüber dürfte sich dann ein Streit entsponnen haben, ob es noch weitere Verhaftungen gegeben hat oder ob es noch Komplizen gegeben hat. Das ist noch, steht noch im Raum, auch wo er dann auf so schreckliche Weise ums Leben gekommen ist. Nämlich da wurde er erschlagen, zersägt, zerstückelt. Also wo das, in welchem Haus, weil ich muss immer bedenken, dass wir Mittagszeit haben, aber eine Zerstückelung von so einer Leiche ist ja immer auch irgendwie auch ein Entsorgungsproblem, weil die Leute wissen nicht wohin, weil ich habe einen Toten in der Wohnung liegen, was mache ich mit dem? Ne? Mhm. Also das wird sicher morgen noch auf den Tisch gelegt werden, wo, weil es wird auch schwierig sein, dann nachzuweisen, was davor war, ob es ein Mord war, ob es ein geplanter Mord, wo man quasi dem Opfer eine Falle gestellt hat. Oder ein Totschlag im Zuge eines Streits ums Geld. Da werden sicher die Juristen jetzt noch, auch sicher auch die Verteidigung, die er sich dann doch irgendwann mal holen wird, ein Verteidiger, wird da genau daran ansetzen, die Polizisten oder die Polizei, die Ermittler unter Druck zu setzen, nämlich überhaupt zu beweisen, dass es ein Mord war. Genau, ist natürlich schwierig, auch beim Zustand der Leiche, aber man hat ja schon gesagt, Fremdeinwirkung konnte ja schon nachgewiesen werden. Ja, erschlagen ist es ja. Im Sinne, ist er im Grunde genommen, steht schon fest. Mhm. Den Toten dann zu zersägen und zu zerstückeln, ist im Grunde genommen jetzt einmal kein Extremgewaltverbrechen, sondern das ist eine Störung der Toten. Das ist eine schreckliche Sache natürlich und makaber und wirklich schier. Aber es geht darum, dass trotzdem die Kripo beweisen muss, dass davor, dass was zum Tod geführt hat, tatsächlich auch das Erschlagen ein Mord war oder ein Totschlag oder eine Schlägerei mit also eine Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Das ist, da wird sicher noch einiges zu beweisen. Und das erklärt auch, warum sie gar so wenig kommunizieren. Sind. Ja. Es hat ja am Anfang geheißen, er will nichts sagen. Jetzt habe ich gehört, es gäbe schon ein Geständnis, aber nichts davon ist bestätigt. Das hat man gestern gehört, dass er aus Ermittlerkreisen, dass er gestanden haben soll. Ja, mal schauen, was dann überbleibt, wenn er einen Anwalt hat.